Auf den noch brennenden Ruinen des Sultanats Nebachot begann die Geschichte Perikoms. Im fernen Bosbaran gab man uns den Namen Die Abgelegenen. Doch war es nicht die Göttin selbst, die uns erwählte? Wir werden ihr Sturm sein und unsere Schwerter mit Blut weihen. Am Rande der Welt werden wir ein Bollwerk gegen die Dunkelheit errichten. Ein Königreich der Heroen und Krieger. Folgt mir nach Romulus, denn Rondra will es. Präfekt Rudiger von Perikum, 563 vor Bosbarans Fall. So beginnen wir. Boltax hängt gerade mit dem Kopf über am Fenster baumelnd, hat gerade seinen Zauber gesprochen und blickst in das Auge des Wachmannes, der wohl noch nach draußen gestiert hat. Hat er dich in der Dunkelheit hinter dir und dem Schnee wohl nicht ganz erkannt, aber als du den Zauber gesprochen hast gegen seine magische abschirmende Barriere im Kopf stießest, dein Zauber fehlschlug, da bist du dir gewiss, er hat dich entdeckt. Sein Mund öffnet sich. Sie sind hier. Was tust du? Kurze Anmerkung. Ich spreche meine Zauber nicht. Meine Zauber laufen ohne die Sprachkomponente ab. Und Zauber, die ich nicht erzwinge, bleiben dann auch einfach hängen und werden vom Verzauberten nicht bemerkt. Nur an dieser Stelle. Aber er hat dich zumindest gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme mein Dolch und würde in einem Zug das Seil durchtrennen und einen Zauber aus meinem Stab lösen. Und zwar den Zauber, den ich gerade auch auf ihn sprechen wollte, werde ich jetzt auf mich sprechen. Ich habe ja noch einen Paralys, oder ich habe zweimal den Paralys im Stab. Der kommt jetzt auf mich. Ich werde nach unten fallen und dann möglichst schnell abhauen. Okay. Das ist mein Exit-Plan. Dann würfel gerne einfach mal deinen Stabzauber. Yeah. Die Aktivierung. Alles klar. Das sieht sehr gut aus. Mut, Intuition, Charisma. Alles geschafft, plus die Erschwernis auch drin. Ja, ungefähr 3 Sekunden später krachst du mit dem Kopf brutal auf die Platten unter dir. Die geben nach, brechen so ein bisschen nach unten. Und dann tockst du auch mit den Füßen auf den Steinboden. Du hast da eine ziemlich fette Delle hinterlassen und man wird auf alle Fälle bemerken, dass jemand von dort unten oder etwas von dort oben fallen gelassen worden ist. Mittels Zauberkontrolle löse ich dann, wie gesagt, auch den Zauber sofort wieder auf und mache mich aus dem Staub. Natürlich so, dass ich keine Fußabdrücke hinterlasse. Also ich gucke schon, dass ich meine Spuren zumindest ein bisschen verwische. Brauchst du da noch eine Probe für oder ist das in Ordnung? Du kannst mir mal eine Initiativprobe geben, denn der Wachmann wird auf alle Fälle zum Fenster stürmen, es aufreißen und Diamantis wird er erst einmal wohl noch nicht gesehen haben, beziehungsweise das können wir einfach mal auswürfeln. Wir machen einmal eine Sinnschärfeprobe, sonst hat Diamantis gleich ein Problem. Eine versteckende Probe bitte von dir. Ich bin oben auf dem Dach über ihn, ich habe das Seil gehalten und Boltax ist runtergefallen. Ich gebe eine Versteckenprobe. Du bist nicht mehr nebenan auf dem zweiten Fenster, ne? Nein, ich habe ja Boltax diesmal runtergelassen oben. Gut. Ah, ihr müsst uns ein Seil sehen, oder? Hat er abgekappt irgendwie. Also ein Idiot. Ja, aber er will jetzt vor allem erst nach Boltax schießen. Genau, ist ja auch legitim. Ah, so, jetzt klappt's. Verstecken wolltest du. Ja, genau. Ich würde sie dir auch erleichtern um 3 Punkte. Aber die wissen ja, dass ihr da seid und Boltax hat das ruiniert. Batsch, ja. TRW 7, er hat gut gewürfelt. Er schießt erstmal nach Boltax. Alles klar. Wichtige Frage. Ich habe ja gesehen, dass er eine Armbrust hatte. Ja. Ne? Kann ich, nachdem ich aufgekommen bin, also ich kann ja bestimmen, wann ich meinen Zauber löse. Ich muss ihn ja nicht sofort lösen. Kann ich erstmal ein Ritual wirken? Was meinst du mit Ritual wirken? Also wenn du willst du noch als Stein da weiter rumstehen? Ja. Oder? Genau, ungefähr 4-5 Sekunden als Stein liegen bleiben, um den wirbelnden Luftschild zu wirken, damit er halt nicht mehr gut auf mich schießen kann. Naja, wenn du im Paralys bist, dann kannst du das nicht. Du musst dafür deinen Ritualgegenstand anfassen. Den Ritualgegenstand berühre ich doch über die ganze Zeit. Du musst ihn in der Hand haben. Es ist ein Ritual, right? Mit Geste und allem. Genau. Okay. Das kannst du im Paralys kannst du das nicht. So, den Paralys hast du fallen gelassen. Dementsprechend, er wird jetzt nach dir schießen. Alles klar, ja.
Das ist, er ist im, das ist der zweite, dritte Stock, also so grob 10 Meter entfernt, aber er schießt halt steil nach unten. Ja. Und würde dann dementsprechend einfach mal schießen, schauen wir mal auf seine Probe. Wenn er 13 wäre das gelungen, trotz Dunkelheit und so weiter. Alles klar, ich ziehe. Wie hoch ist er? Also 10 Meter grob. Also dritter Stock. Dritter Stock, und wie hoch bin ich? Was ist die Differenz? Besteht die Möglichkeit, ihm einfach gegen den Kopf zu treten, ihn da runterzutreten? Das Problem ist, ja, schwierig, ne? Es ist ein schwieriger Sprung, könnte sich ja so ein bisschen hechten lassen. Du bist dann so auf 12 Meter, wenn du dann über dem dritten Stock bist. Weil so ganz grob pro Stockwerk 3 Meter gegeben sind, dann passt das. Moment, aber wollten wir nicht erstmal auf Initiative würfeln, bevor wir sowas überhaupt diskutieren? Genau. Würfel einfach mal deine Initiative. So. Da, 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 da. Also ich wäre bei der 20. Du bist bei der 13, dementsprechend kann ich vor dir schießen, aber die 25 kann natürlich vor der 20 agieren. Wird angelegt, auf Boltax gezielt und was wird zu tun, Yamatis? Und ich möchte mit einem Sprung hier gegen die Wand mich oben an der Mauer festhalten und ihn zeitgleich mit einem Tritt gegen den Hinterkopf nach unten befördern. Ich erschwer's dir um 5 Punkte, wenn du selber noch da oben auf in der Dunkelheit und mit Schnee und Eis selber noch da bleiben willst, sonst fällst du hinterher. Sehr fair. Soll ich dir deine Körperbeherrschung oder deine Athletik für machen oder einfach nur 5 Punkte der Schwerte-Raufen-Probe? 5 Punkte der Schwerte-Raufen-Probe, ja. Okay, meine Ausgangssituation soll sein, dass ich hier mit den an der Rinne da mit den Händen oder mich am Rand festhalte und ich denke, dann sollte ich groß genug sein, um ihn treten zu können. Ja, ist natürlich auch die Frage, ob er dann nach vorne fällt, ne? Ja, abhängig davon vom Tritt, das sehen wir dann. Ja, das sollte wohl mit der Erschwernis geschafft sein. Ja, zumindest fällst du selber nicht hinterher. Kannst mal deinen Tritt Schaden machen. Und wir schauen uns mal Q6. Er macht selber jetzt eine Körperbeherrschungsprobe. Das sind 13. Ja, also er hat auch gewürfelt. Er hat 17 Sternchen übrig gegen dich. Und damit trittst du ihn auf alle Fälle weg vom Fenster, aber nicht über die Brüstung rüber. Oh, okay. Er hat immer noch seinen Bolzen aufgelegt. Jetzt nach Boltax zumindest kann er nicht mehr schießen. Er ist außer Gefahr. Boltax kann dann unter dir durch den Schnee sporten. Oder aber sein Luftschild wirken, das geht auch. Aber du blickst jetzt, nachdem du eben auch am Fenster stehst, erst so ein bisschen einen Meter nach hinten gestolpert. Die anderen haben sich umgedreht. Du kannst jetzt auch erkennen, wie wohl die Tür aufgesprungen ist, denn der Ruf war laut. Und aus dem Inneren kannst du weiteres Gemurmel und Schritte hören, die da wohl näher kommen. Einer hat noch eine weitere Armbrust, die er jetzt auch auf dich anlegt. Das klingt super. Ich möchte, so schnell es geht, vielleicht werde ich da maximal 2 Bolzen, wenn ihr die beiden angelegt haben, fressen, will ich mich hier abstoßen und den Sprung, den ich vorhin vom Dach auf der anderen Seite gemacht habe, jetzt aus dem Stand. Genau, darüber. Kannst du das aus dem Stand? Glaube, also ohne die Athletikprobe kann ich 8,5 war das, glaube ich, letztes Mal habe ich das aber ausgerechnet. Aber nicht immer eine Ringrinne drin? Ja, richtig. Aus dem Stand kannst du 8 Meter springen mit dem Gurgel. 8 Meter. Und wenn er an der Ringrinne hängt, steht er ja nicht. Genau. Oder wie? Dann brauchst du auf alle Fälle eine Aktion Position, damit du wieder stehst. Und das ist halt die Aktion, wo du jetzt einen Schritt beiseite, dann kann der jetzt auf dich schießen und zwar aus Entfernung 1 Meter, 2 Meter und der andere schießt aus Entfernung 6 bis 7 Meter, machen wir 7 Meter auf dich. Das sind dann 2 Schüsse, die du jetzt bekommst. Und wenn du springen willst, musst du dich eben Aktion positionieren auf den Rücken.
Das heißt, wenn du dich nicht fallen lässt, dann stehst du mit dem Rücken zu denen. Und die treffen beide. Was machen 1W6 plus 4 plus Entfernungsbonus? Sind das leichte oder Windenarmbrüste? Das sind Windenarmbrüste. Das sind sogar 2W6 plus 6. Dann sind wir, wollte ich gerade sagen, wesentlich über 1W6 plus 4. Ich hab die nämlich neulich erst eingetragen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, an welchem NPC-Bogen. Das ist gerade mein Problem. Aber ich hatte Windenarmbrüste eingetragen mit 2W6 plus 6. Wir sind bei 2W6 plus 6. Wie ist die Reichweite? Einmal 2 Meter und einmal 7 Meter. Dann plus 4 jeweils nochmal. Also 2W6 plus 10. Also 2W6 plus 10. Okay, dann natürlich ist das erste. Natürlich mit verminderter Wunschwelle. Was muss 16, ich dir nicht erklären? 16. 16 Trefferpunkte. Das ist auf alle Fälle eine. Nee, Moment, mit dem Gurgulum, ist das eine Wunde? Das ist, ich habe mit dem Gurgulum eine Wunschwelle von 13. Also das ist eine Wunde. Die erste Wunschwelle. Meine zweite Wunschwelle wäre dann auf 23. Okay, dann gebe ich dir nochmal den zweiten, denn der hat auch getroffen. Sind auch nur. Na, wobei, der hat eine andere Entfernung. Das sind 7. Das sind 7 Meter. Das ist dann nicht mehr der plus 10, sondern. Doch, ist immer noch plus 10. Doch, so, sehr wahrscheinlich. Noch, erste Reichweitenschwelle, wir werden das ist ein 10 Schritt. Alles klar, ja, dann bekommst du nochmal 13. Und Wunschwelle minus 2 ist auch nochmal eine Wunde. Okay, das ist einmal. Sind auf jeden Fall zwei Wunden. Ich gebe dir Selbstbeherrschungsproben, aber ich kann dir ziemlich sicher sagen, dass die. Einmal in den Rücken und einmal in dein Becken. Ja, die erste in den Rücken, das sind 16, minus 4 sind 12 Schaden. Damit ist es nicht einmal eine Wunde. Mit der minus 2 schon, stimmt. Da sind das 1W6 extra Schaden. Ja, dann sind das jeweils zwei Wunden, einmal am Bauch und. Genau. Jeweils eine Wunde, einmal am Bauch und einmal an. Genau. Dann darfst du dir gerne die Lebenspunkte abziehen. Und dann darfst du mit deiner höheren Initiative den Sprung wagen. Moment, erstmal bin ich doch noch dran. Ich habe ja noch gar keine Aktionen gemacht in dieser Kampfrunde, ja, oder? Ja, genau. In dieser, du bist also, runtergesprungen, ja, und. Genau, hast, und danach haben wir ja die Initiative gewürft. Also danach ging die Initiative ja los. Gut, und dann stehst du unten. Was möchtest du tun? Genau, ich habe ja gesagt, dass ich den wirbelnden Luftschild anwerfe und dann losrenne. Genau das mache ich auch. Ich muss ja zu dem stehen. Ich weiß ja nicht, dass oben Diamantis jetzt noch da reingesprungen ist. Dementsprechend wirke ich jetzt den wirbelnden Luftschild, auch wenn er überhaupt nichts bringt, und hau halt ab. Ja, gut. Deswegen habe ich dich eben im Kampf so ein bisschen ignoriert, weil ich mir das eh fast gedacht habe. Aber im Prinzip ja, müsste ich dich natürlich auch. Genau, ja. Ich will halt nur so fair sein, weil die ASP habe ich später dann halt nicht zur Verfügung. Nur für den Fall, dass halt noch irgendwas kommt. Jo. Diamantas, du siehst, wie weitere 4 Wachen durch den Gang laufen. Die Tür wurde ja aufgemacht. Und es kommen weitere Leute aus anderen Türen, die ebenso. Teilweise mit Armbrüsten, teilweise mit gezogenen Schwertern, die wissen, dass ihr kommen wolltet. Wussten halt nicht, in welchem Raum. Ja, ich beiß die Zähne zusammen, spann meine Muskeln an und versuche so viel übermenschliche Kraft, wie dieser Dämon mir auch geben kann, herauszukitzeln, um diesen Sprung zu wirken. Ja, du merkst dieses lockende Loch in deinem Hals mit dem Stachel, der darin so ein bisschen kratzt und piekst, dass er dich fast so ein bisschen zum Umdrehen bewegen möchte. Rache. Rache an den Marex. Rache an den Wölfen von Pericum. Und dann katapultierst du dich von der einen Seite über die Straße hinüber, landest krachend auf den kalten Fliesen und den Platten, den Dachschindeln, streifst du ein bisschen den Schnee ab, ziehst dich mit den Beinen nach oben und versuchst Hackengas zu geben, während dir weitere Armbrustbolzen hinterherfliegen, die dann ebenso am Dach abprallen. Gut, damit seid ihr raus. Währenddessen unten könnt ihr, ihr habt euch so ein bisschen unterhalten über die Politik in Pericum, im Perlenmeer und natürlich auch, was es so Neues aus Gareth gibt, bis ihr dann erkennen könnt, wie wohl eine der Wachen etwas ungestüm durch die Tür bricht, sich einmal so ein bisschen umblickt, ein bisschen verwirrt ist wohl, dass ihr hier noch zu dritt sitzt und dann eilenden Schrittes in Richtung des Magiers geht, beziehungsweise von Ola selber und ihm etwas ins Ohr flüstert. Du
Nun, was bedeutet diese Störung? Verzeiht, wir haben einige neue Wendungen. Seht es uns bitte nach. Wir können unser Abendessen gerne ein weiteres Mal fortsetzen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr sicherlich noch einige Tage in der Stadt weilen werdet. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich muss euch leider bitten, nun zu gehen. Ich werde euch noch einen Brief mitgeben, wo ihr die miesen Paktierer findet, die sich in der Werft der Felswegner herumtreiben. Nun, wenn wir uns entschließen, diese Aufgabe anzunehmen, werden wir euch das mitteilen. Selbstverständlich. Wir werden euch den Brief dann auch mitgeben. Wir haben nur gute Dinge von euch gehört. Im Namen Alamarix und im Namen der Stadt Pericum, so ich denn für sie sprechen mag, im Namen der Handelshäuser, wir begrüßen euch ganz recht herzlich in dieser Stadt und auf eine lange Zusammenarbeit. Wir werden uns noch einmal hören. Da bin ich sehr gespannt drauf. Neo war sehr nett bei euch. Ja, damit könnt ihr wohl sehen, wie Jodor Marix, der Ratsherr, euch einen Brief mit dem Siegel der Marix, mit der Sphinx darauf, über den Tisch hinüberschiebt, den sich dann Raphim einstecken könnte. Ja, danke, danke. Wir werden euch selbstverständlich hinaus begleiten. Nun, noch einen schönen Abend. Fex mit euch. Ja, ja, das wünsche ich euch auch. Ja, und ehe so unverhofft... Kurze Frage, müssten die das drin nicht eigentlich gehört haben, als ich auf die Steinplatten aufgeschlagen bin? Durch die schweren Türen wahrscheinlich nicht, nein. Vor allem. Okay. Nö. Und das ist ein Raum dazwischen noch zu sehen. Genau, das ist ein Raum. Vor allem selbst wenn, ob wir das zuordnen können. Ich meine, das ist ja eine Stadt, da ist ja eh Lautstärke. Genau, also da ist ein Raum dazwischen, da sind zwei Stockwerke dazwischen. Nee, das ist gut. Alles klar. Das passt. Ja, gut, es war halt nur die Frage, weil wenn, weiß ich nicht, 80 oder 90 Kilo aus 11, 12 Meter Höhe auf eine Steinplatte fallen, dann hört man das ja eigentlich. Ja, also wie gesagt, Stadtlärm ist ja eh immer. Und ja, so werdet ihr dann von den Wölfen von Pericum wieder nach draußen geführt, durch den gleichen Weg im Wintergarten vorbei, die Treppe nach unten am Zwischengeschoss in Richtung des Hofes und dort dann eben so von den Wölfen verabschiedet. Das Tor wird kurz geöffnet. Könnt nochmal mit einem verstohlenen Blick in Richtung des Lagers blicken, wo ihr jetzt tatsächlich eine ganze Menge mehr an Wachen erkennt, die sich da wohl absprechen. Weitere Armbrüste, die ihr erkennen könnt, und weitere Schwerter, die euch... sie haben schon ein Auge auf euch geworfen, aber da ihr Gäste seid, sind sie da jetzt nicht unhöflich, aber das sind also vielleicht 10 Leute, die da jetzt im Lager stehen und abgewartet haben. Und wenn die Torflügel dann wieder versperrt sind, steht ihr auf offener Straße, es ist immer noch bitterkalt, es ist dunkel und ihr könnt jetzt auch hören, wie die Stadtgarde bzw. die markgräflichen Hellebardiere durch die Straßen patrouillieren und explizit dann jetzt auch gerade von dem Markgrafenpalast kommend vor dem Haus der Marizes halten. Ich würde mich probieren, euch abzusetzen. Ich würde jetzt mich ungern in die Stadt gerade hineinlaufen, während ich noch gesucht werde. Okay, auch du, eine Sich-Verstecken-Probe. Kannst du dich dann, wenn du dann direkt aus dem Tor kommst, von den anderen lösen und in Richtung Süden zum Zeughaus oder zum Fex-Tempel versuchen, dich zu schleichen? Nö. Also unauffällig bist du in dieser Stadt irgendwie nicht. Ja, nee. Ist halt nicht mein Tag. Ja. Also du, die sehen dich wohl an, aber du kommst aus dem Tor. Dementsprechend war dir wohl geladene Gäste auch mit dem Aufzug. Du hast dich ja schick gemacht. Die nicken dir wohl noch zu und lassen dich dann Richtung Süden gehen, am Zeughaus entlang. Und die anderen, also Raphim und Zulamin, können auf der anderen Seite nach Norden gehen, in Richtung ihres Schiffes oder wohin auch immer. Wenn du dann dort stehst, Raphim, Abelmir hat er sich so ein bisschen gelöst, kannst du ein gewaltig großes Loch erkennen in den Steinplatten. Da ist wohl irgendwas Schweres runtergekracht. Naja, wer hier, da hat bestimmt wieder einer seinen Amboss fallen lassen. Sieht mir schon nach etwas mehr aus als ein Amboss. Wir wurden verständigt.
Gab wohl einen Einbruch. Ganz sicher sind wir uns nicht, was da passiert ist, aber... Naja, da muss man immer aufpassen. So, dann naja, schönen dann, Abend noch. Ja, wünsche ich auch. Ja, und so kannst du sehen, wie dann sich ungefähr 5 Felibardiere mit den Wachen teilweise unterhalten. Und andere Leute, die noch patrouillieren oder durch die Straßen nicht unbedingt gehen oder laufen, aber schon so ein bisschen beeilen und dann ausschwärmen in eine Richtung. Also es sind so grob 20 Leute, die jetzt in alle Richtungen sternförmig nach Dieben suchen. Also ich würde schon einen großen Bogen schlagen, um zum Schiff zurückzugelangen. Ja, so, ich würde auch zum Schiff zurückgehen. Ich weiß schon nicht, vielleicht waren die anderen ja sogar erfolgreich. Dementsprechend macht es keinen Sinn, jetzt nach denen zu suchen. Siehst du, ich bin schon da. Ungefähr 20 Minuten später könnt ihr euch alle wieder am Schiff getroffen haben. So wie die Herrschaft denn aussehen, gehe ich davon aus, es lief nicht ganz nach Plan. Was läuft denn am Ende schon nach Plan? Aber nein, diese verdammten Mistkerle haben auf uns gewartet. Sie wussten, dass wir kommen. Ja, aber wir wussten doch, dass sie wissen würden, dass wir kommen und haben uns entsprechend vorbereitet. Was ist also passiert? In der Tat, ich habe mich von dem Elementar hinübertragen lassen und nun ja... Diamantis ist gesprungen, aber sein Sprung ging nicht ganz auf und er musste sich an einem Geländer festklammern. Und ich glaube, das haben die Wachen gehört, nicht wahr, Diamantis? Ja, das haben die tatsächlich gehört. Ich konnte sie aber auch hören, die haben auf uns gewartet. Das muss das Bürozimmer von ihm gewesen sein. Vier von denen haben sich da rein positioniert und die hatten irgendwas mit den Schlössern gemacht. Irgendwie verstopft. Diamantis... Euch steckten dann noch 2 Bolzen in diversen Gliedmaßen. Wollt ihr nicht in die Krankenstation gehen und sie euch nun herausbefördern lassen? Oh, das hat Zeit, bis der Bericht geleistet hat. Ihr blutet hier den ganzen Teppich voll. Oh, ich hab da eigentlich so ein Stück Leim rumgewickelt. Muss wohl schon wieder vollgesorgt sein. Aber ihr hättet sehen müssen, wie Diamantis springen kann. Also... Dex Meter aber aus dem Stand, bestimmt. Es war beeindruckend. Naja, also 4 schaffe ich aber auch. Denke ich. Das liegt aber auch nur dran, dass du so viel schwerer bist als ich auf ihm. Die Kraft dazu hast du sicher. Naja, ich korrigiere dich mal. Das Wort, nachdem du gesucht hast, war größer, nicht schwerer. Bett. Ja. Ja, aber wenn man größer ist, muss man ja weniger Strecke zurücklegen beim Springen. Eigentlich nicht. Du landest ja immer mit den Füßen voran und nicht mit dem Kopf, oder? Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Nun, falls es die Herrschaft interessiert, wir haben einen Dämmer im Grundwasser. Nun, das war anzunehmen. Naja, und Marex hat uns einen Brief mitgegeben. Er vermutet Dämonenanbeter in seiner alten Werft oder im Lagerhaus im Hafen. Und das haltet ihr dafür wahrscheinlich? Nun, es passt zu den Indizien, dass das Grundwasser dämonisch verseucht ist. In der Tat. Naja, ich sag mal so, ein Dämonenanbieter schließt den anderen ja nicht aus. Nun... Unglücklicherweise ist die Kapitän ja gerade zum Gebet zurückgezogen, deswegen kann ich keinen Rat von ihr einholen, aber wir sollten uns darum wohl eher früher als später bemühen, ne? Nun, bitte. Raffin, vielleicht lest ihr erstmal den Brief vor. Was steht denn da drin genau? Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Raffin, in meiner Ausübung der hochinquisitorischen Pflicht ernenne ich euch zum Vollstrecker des Inquisitionsbeauftragten. Bitte lies vor. Naja, okay. Ich schlag mal den Brief auf. Was steht denn da drin? Also, das ist eine Zusammenfassung irgendeines Agenten von Ola Marix. Er sagt, dass es im Felswegener Kontor einen Zugang zu den alten Ruinen von Nebachod gibt und dass sich dort unten wohl laut den Berichten des Speers 2 Paktierer, Charybdoroth-Paktierer geben soll,
die dort unten finstere Dinge tun und das seit wohl 5 Tagen.